Worum geht es heute in dem Video? Wir zeigen euch zwei Motorrad-Tagestouren. Einmal fahren wir in die Region Tenno, die ist ganz im Westen der Insel, und einmal fahren wir zum Nationalpark Teide, zum Vulkan. Los geht's! Wir haben uns nach dem Frühstück auf den Weg gemacht für eine Tagestour mit dem Roller in die Region Tenno. Entlang der Küste verlief die Autobahn und wir fuhren circa eine Stunde bei schönem Wetter. Unter de Tenno ist der westlichste Punkt von Teneriffa. Wir konnten mit dem Roller nicht direkt hierher fahren. Wir sind mit dem Bus dann hierher gefahren, die letzten 5 Kilometer circa. Die Fahrt hat 2 Euro gekostet und die Felsformationen und die Aussicht hier ist atemberaubend, richtig geil. Und da drüben gibt es jetzt noch einen Leuchtturm, den werden wir uns ansehen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Punta de Tenno zu einem Zufluchtsort für Piraten, die Gewässer der Kanarischen Inseln durchstreiften. Die steilen Klippen und verborgenen Buchten dienten als perfekte Verstecke für ihre Schiffe und ihre Beute. Dieser Ausflug ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir bezahlten nur für den Bus und der Rest war kostenlos. Nehmt was zu trinken mit. Es ist nicht möglich, dort etwas zu kaufen. Wir schlenderten circa eine Stunde umher und genossen diesen wundervollen Ort. Danach ging es zurück mit dem Bus und wir fuhren mit dem Roller weiter in Richtung Buena Vista. Wir sind jetzt bei einer christlichen Kirche angekommen, Remedios. Die ist in Buena Vista. Das ist nur 10 Minuten von dem Leuchtturm entfernt. Und da schauen wir jetzt, was es gibt. Und es gibt da ein paar kleine Cafés. Jetzt werden wir uns eine kleine Stärkung holen. Schauen wir, ob wir in die Kirche reingehen können. Und dann geht's weiter. Die Tür war offen und wir besuchten die Kirche. Ich konnte es nicht lassen und musste meine Drohne starten. Wir fanden für uns den Stopp genial, da wir schon einen Hunger hatten. Der Ort liegt direkt an der Küste und sieht von oben richtig nice aus. Wir waren überrascht, wie günstig dieser Ort war oder beziehungsweise dieses Café. Ich habe mir 2 Säfte bestellt plus einen Toast, Niki hatte 3 Bier und wir bezahlten 14 Euro. Es ist kein Must-to-do, aber zum Essen auf jeden Fall der Hit. Danach ging es zur schönsten Schlucht auf Teneriffa, Masca. Wir fuhren über die genialen Serpentinen ca. 40 Minuten auf eine Höhe von 1000 Meter. Inmitten der zerklüfteten Berglandschaft verbirgt sich ein verstecktes Juwel, der Mirador de Masca. Als wir schließlich den Parkplatz erreichten und vom Roller stiegen, wurden wir sofort von einer atemberaubenden Aussicht überwältigt. Vor uns erstreckten sich majestätische Klippen und steile Schluchten, die sich hin bis zum Horizont erstreckten. Die Sonne glitzerte auf dem tiefblauen Atlantik, der sich in der Ferne ausbreitete. Wir blenden euch noch die Tagesroute ein. Wir können diese Tour nur jedem empfehlen. Ein absolutes Muss und für jeden erreichbar. Wir fahren jetzt im Nationalpark zum Vulkan Teide. Das ist der dritthöchste Vulkan auf der Erde vom Meeresboden. Los geht's! Wir haben uns am nächsten Tag auf den Weg gemacht und fuhren wieder über spektakuläre Serpentinen. Wir fuhren circa eine Stunde auf eine Höhe von 2100 Meter. Für alle Motorradliebhaber ein absolutes Muss. Die Straßen sind in einem perfekten Zustand und bis auf einen Fahrer, das werdet ihr am Ende des Videos noch sehen, waren alle sehr rücksichtsvoll. So, wir sind jetzt im Nationalpark angekommen, am Vulkan Teide. Der liegt auf 3715 Meter. Das Wetter hier heroben sehr kühl und windig. Nehmt eine Jacke mit und einen Pullover, sonst werdet ihr frieren. Ja, der Shop hier drinnen, extrem überteuert. Das Essen, so ein kleines Weckerl, 5, 6 Euro. Das Bier ist günstig, das kostet nur 3 Euro. Ja, und jetzt da werden wir da ein bisschen herumschauen, was wir da noch so alles machen können. Und die Gondel, die fährt auch nicht, die fährt maximal 2-mal die Woche, weil hier immer zu viel Wind geht, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr mit der Gondel rauffahren möchtet, müsst ihr euch online ein Ticket reservieren. Und wenn ihr ganz raufwandern wollt, braucht ihr eine Genehmigung. Und es sind nur maximal 200 Menschen pro Tag erlaubt. Danach ging es weiter zum bekannten Ausbruchsort Mirador Narices. Wir fuhren den langen, flachen Plateau entlang und kamen an der Straße an, wo früher die Lava hinunterfloss. Wir fanden es wirklich interessant und beobachteten die hart gewordene Lava am Straßenrand. Wir sind jetzt im Nationalpark. Hinter mir ist der Teide-Vulkan. Der letzte Ausbruch war 1909 und dahinter mir sieht man die 2 Ausbruchpunkte. Ich habe es riskiert und bin mit der Drohne bis zum Kraterrand geflogen.
und habe hineingesucht. Ich war auf maximaler Höhe mit der Drohne. Es haben am Schluss vielleicht 20 Meter gefehlt für den Hauptkrater. Aber seht selbst. Hinter mir ist ein Lavastrom, das haben sie schön neu asphaltiert, eine Straße durchgemacht. Der Mirador de las Narices de Teide ist einer der spektakulärsten Aussichtspunkte auf Teneriffa. Er liegt auf einer Höhe von etwa 2200 Meter und bietet einen beeindruckenden Blick auf die bizarren Felsformationen und Vulkanlandschaften der Umgebung. Danach ging es nach Oleta. Es lag am Weg. Wir fuhren die lange Straße durch die Lava zurück und schauten uns die Berge aus der Ferne vom Roller an. Als wir dort ankamen, machten wir eine Rast und holten uns was aus der Kantine. Ich ließ die Drohne fliegen und wir genossen, die riesigen Felsen aus der Ferne zu betrachten. Der Name Roleta stammt angeblich von einer alten Tradition. Einheimische rollten große Steine den Hang hinunter und setzten darauf, auf welchem Feld der Stein landen würde. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, der Name ist geblieben und verleiht dem Aussichtspunkt einen gewissen Charme. Danach ging es zurück nach Hause, wo wir durch eine Wolkendecke gefahren sind. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und auch diese Tour ist ein absolutes Muss und sie ist in einem Tag zu absolvieren. Teneriffa, absolut zum Empfehlen. Kommt's vorbei, schaut es euch an. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen. Schaut unsere anderen Videos an. Herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.